Hallo zusammen. Ich habe endlich mal wieder einen Tag frei, beziehungsweise zwei Tage, und bin jetzt am Samstagmorgen unterwegs Richtung Pfälzer Wald in die Nähe von Pirmasens. Hab mir so eine kleine Tour ausgesucht, wird nicht sehr lange sein. Ja. Bis ich dann dort bin, wird es etwa 3 Uhr sein. Kleine Tour, 3-4 Kilometer nur, 5 vielleicht, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Und dann werde ich mir da ein schönes Plätzchen suchen und meine Lager aufstellen. Heute ist auch der erste richtige Herbsttag. Wir haben heute den 1. Oktober. Seit gestern Abend hat sich das Wetter jetzt massiv verschlechtert. Vorgestern hatten wir noch 26 Grad hier bei uns im Saarland. Jetzt, wie gesagt, nur ist zwar nicht sonderlich kalt, also irgendwas zwischen 15 und 18 Grad, aber sehr regnerisch. Jetzt hier gerade noch sehr neblig, wo ich hier durch den Wald fahre. Ja. Aber muss man ja auch alles mal ausprobieren. Ja, ich starte meine Tour hier in Ruppertsweiler und jetzt geht es hier erstmal zum Ruppertsstein. Der ist 2 Kilometer entfernt und da gilt es auch einige Höhenmeter zu machen. Ja, wie ihr sehen könnt, der Rucksack ist voll gepackt. Ich habe nicht genau gewusst, ob sich das Wetter jetzt hält oder nicht. Ich habe die Baumarktplane als Tarp dabei. Dann noch das große Sonnensegel aus dem Aldi, was ich bisher noch nicht aufgebaut hatte. Die Hängematte ist drin, die Isomatte, der Schlafsack. Ja, und dann noch ein bisschen anderer Krimskrams. Wahrscheinlich alles zu viel und irgendwas habe ich doch vergessen. Aber wenn man alleine loszieht, lieber erstmal mit mehr Gepäck und dann Stück für Stück reduzieren. Starkenbrunnen Beckenhof und der Ruppertsfelsen. Also geht es doch noch unten entlang. Aber die Höhenmeter werden kommen. Sehr schön, direkt hier kleine Pfade. Die ersten Felsen sind auch schon da. Schön. Also entweder ist hier in der Nähe ein Schießstand oder es wird gejagt. Ich hoffe mal ersteres. Das wäre nicht so toll. Jawohl, Berggründe. Wann sammelt man so da? Immer dann, wenn man ihn findet. Aber ja, ein gutes Beispiel. Man sieht, dieser Baumstamm, der ist komplett zerfallen. Aber die Birkenrinde ist immer noch da. Ich nehme jetzt ein gutes Stück mit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde diesen Wald hier, das Stück hier, ist gerade wunderschön. Man kann weit reinschauen, das Laub liegt schon schön von den ersten Blättern, die gefallen sind. Schön mit Moos bewachsen, der Felsen und der Baum, richtig krasses Grün. Ich glaube, da vorne ist der Ruppertsstein schon. Ist auch eine Ruine, werdet ihr gleich sehen. Und zwar ist hier in der Nähe noch die Lehmberg. Ne, die Lehmburg bei Lehmberg, der Ort heißt so. Und ja, das war wahrscheinlich mal ein Vorpfosten. Posten. Ja, gerade fängt es jetzt an zu regnen. Im Wald merkt man noch nicht so viel davon. Man hört es allerdings schon. Aber das wird dann auch irgendwann durchkommen.
Vielleicht kann ich mich auf dem Ruppertstein hier irgendwo unterstellen. Gerade rechtzeitig. Ist jetzt hier richtig am Schütten. Und ich konnte sogar die Kamera gar nicht mal so schnell wegpacken. Ist alles noch nass, muss ich jetzt mal trocken machen. Ja, hier geht eine Treppe hoch, da gehe ich jetzt gleich mal hochschauen. Und solange es jetzt so stark regnet, bleibe ich jetzt erstmal hier. Ein geiler Felsen, oder? Ja, ich habe wohl doppelt Glück, dass da scheint wohl der einzig trockene Platz hier am Ruppertfelsen, Ruppertstein zu sein. Aber jetzt gehen wir trotzdem mal noch hoch. Es regnet nicht mehr ganz so schlimm und das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Aber eine schöne Aussicht hat man hier oben. Was da mal war. Da unten liegt Ruppertsweiler. Ja, schöner exponierter Felsen, hatte man einen guten Überblick. Von hier sieht man besser, wie groß dieser Felsen überhaupt ist. Oh, jetzt fängt es wieder an. Gerade in dem Moment, wo ich filmen will. Das ist ein Mist. Also schon sehr beeindruckend, das Ding hier. Ja, der Felsen hier, wo ich jetzt gerade drunter stehe, das ist nicht der Ruppertstein, sondern einer neben dran. Ja, hat jetzt direkt wieder stark angefangen zu regnen. Und trotz dass ich heute noch nicht weit unterwegs bin, ist die Hose schon ziemlich nass. Der Wald hier ist richtig genial. Ich zeige euch das jetzt mal gerade hier rüber. Ich denke mal, ich werde mal hier irgendwo zwei passende Bäume suchen. Irgendwo hier oben, ja, wird bestimmt ein lauschiges Plätzchen finden lassen. Es ist leider immer noch am Regnen. Ja, ich bin jetzt hier noch ungefähr knapp irgendwas zwischen 500 Metern und Kilometer weitergegangen. Hab mein Gepäck dann doch direkt mitgenommen. Ja, was ich jetzt gefunden habe, ist dieser schöne Unterstand. Hier könnte ich natürlich super schlafen. Allerdings natürlich nicht in der Hängematte, sondern ganz normal auf dem Boden. Ansonsten stehen hier zu viele Bäume kreuz und quer, als dass man die Matte dazwischen aufspannen könnte. Ja, das Gepäck liegt jetzt hier trocken und ich werde jetzt mal noch eine Runde hier um den Felsen rumziehen und mal schauen, ob ich dann dort was finde. Ansonsten habe ich immer noch hier Plan B. Das ist natürlich schon eine sehr coole Aussicht hier. Noch schön hell. Hinten ist es gleich eine ganze Ecke dunkler. Natürlich auch cool. Ist noch ein bisschen abgelegener. Wow, das nenne ich mal einen Baumpilz. Oder was ist das? Was würdet ihr sagen? Ist das nur eine Wucherung? Vielleicht weiß der Klaus vom Kanal Barm auf das. Scheint doch bewohnt zu sein. Sieht jedenfalls richtig krass aus. Unterstände hat es hier noch ein Nöscher, gerade da ist noch einer und da hinten war noch mal ein sehr cooler. Aber leider sind vorne dran nie zwei Bäume so auseinander, dass sie sich eignen, um die Hängematte aufzuspannen. Wieder ein richtig cooler Überhang hier. Da wird auch schon mal das ein oder andere Feuerchen gemacht.
Jetzt bin ich wieder gleich an meinem Lager, beziehungsweise an meinem Rucksack. Eigentlich hatte ich jetzt sogar gerade einen schönen Platz gefunden, da oben Unterstand als Backup und vorn dran zwei Bäume. Ich musste nun einen alten, schon abgestorbenen Baum wegmachen. Nachdem ich den umgeworfen habe, sind 2 Meter weiter oder 1 Meter weiter, genau dort, wo die Hängematte gehängt hat, ein paar Erdbienenvolk ein bisschen lustig umhergeschwirrt. Und da habe ich mich doch spontan dazu entschieden, das bleiben zu lassen. Ich möchte die nicht stören und ich möchte auch nicht von denen gestört werden. Ja, deswegen, ja, auch wenn es mir ein bisschen schwer fällt, aber dann halt heute ohne Hängematte, sondern hier unten im unterm Felsüberstand. Naja, dann bauen wir mal alles auf. So, Feuerchen mache ich jetzt nachher an. Habe ich schon alles hergerichtet da hinten. Das zeige ich euch mal gerade. Hier sieht man es. Da steht der Holzvergaser. Alles schon frei geworden. Und er steht schon auf einem Stein. Ja, jetzt mache ich mir erstmal ein Käffchen. So, jetzt ist erstmal wieder Käffchenzeit. Ich halte es wieder, Dietmar. An alle, die das Video jetzt hier schauen und Spaß dran haben, sende ich ein Carlos. Prost. Wenn man so richtig durchgeschwitzt ist und jetzt dieses nasskalte Regenwetter, da schmeckt so ein Kaffee noch gleich 10-mal besser. Das Licht im Wald ist jetzt gerade hier sowas von schweinegeil. Guckt euch das an. So, jetzt kommt der gemütliche Teil des Tages. Oh, es geht direkt die Sonne wieder auf, wenn man in so einem kleinen Lagerfeuer sitzt. Rundherum tropft es immer noch nach. Regen hat es schon seit einer Stunde aufgehört ungefähr. Wir haben jetzt glaube ich so 7:30 Uhr. Gleich macht die Uhr. Die Sonne ist jetzt gerade am Untergehen. Auf der anderen Seite vom Felsen ist es noch etwas hell, aber hier hat schon die Dunkelheit Einzug gehalten. Ich bin mal auf meine erste Nacht hier draußen ganz allein gespannt. Ja, beim Feuer muss ich jetzt immer drauf achten. Das Holz ist zwar Totholz, allerdings ist das außen recht feucht, obwohl es ja wie gesagt nur gestern und heute geregnet hat. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so feucht ist. Und ja, immer ein bisschen Trockenes dazu und dann noch mal ein bisschen
nasses Holz. Und dann wird gleich mal was zu Abend gegessen. Ja, jetzt ist gerade die Flamme etwas weg und ich sitze wieder im Dunkeln. Ja, als ersten Gang habe ich mir jetzt Rotwein-Bratwürstchen mitgebracht. Die hatten wir noch im Tiefkühler drin. Das werde ich mir jetzt in der Pfanne putzen. Holz nachlegen, damit mir mein Feuerchen nicht aufgeht.